Und damit hallo und herzlich willkommen zum Halloween-Special. Oh Gott, ist das laut. Ich habe das Spiel sehr, sehr leise gemacht über OBS. Und ja, das ist das Halloween-Special. Parsec Productions. Presents Slender. The 8 Pages. Ich werde das Spiel jetzt noch ein bisschen lauter machen. Oder auch nicht. Das ist sehr laut. Okay, ich glaube. Ja. Okay, mit rechter Maustaste kann ich die Lampe anmachen. Okay, hier ist ein Zaun. Ja, und das Spiel ist eigentlich sehr bekannt. Wir dürfen nicht zu viel Licht verwenden. Ich weiß, ihr seht nicht sehr viel, außer den Himmel vielleicht. Und wir müssen 8 Seiten sammeln. In einem, ja, dunklen Wald. Warum auch immer man hier in diesen Wald gehen soll. Ich sehe nichts außer diesem... Ah, hier ist ein Turm. Und gleich, wenn wir die erste Seite haben, geht's auch los. Ich habe das Spiel tatsächlich schon einmal ohne Aufnahme gespielt, aber das war vor 10 Jahren oder so. Und da ist sie auch, die erste Seite. Vollhaus. Und jetzt startet diese Musik. Ich glaube, es ist noch immer zu laut. Aber ich rede einfach lauter. Wir haben auch eine gewisse Ausdauer. Also nicht unendlich. Ich bleibe einfach mal weiter auf dem Weg. Hier ist eine Gabelung. Ich gehe weiter nach da. Wir haben auch nicht unendlich Licht. Das Ziel ist es... Oh Gott, da war es schon. Ich rede auch nicht so viel, weil dieses Spiel natürlich ein Horrorspiel ist. Auch wenn es nur ein kleines Minispiel ist, eigentlich. Hier bei diesen Tanks könnte auch noch eine Seite sein. Da ist eine. Es sind einfach nur Bäume gewesen, okay. Hier müsste dieses Haus sein, glaube ich auch. Ich kenne die Map nicht auswendig. Ich habe es auch nur ein einziges Mal geschafft, alle Seiten zu finden. Nein, 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 nein. Da ist er! Oh Gott. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, jetzt stöhnt sie schon so ein bisschen. Das ist das Schlimmste hier. Dieses Haus. Weil er auch in diesem Haus spawnen kann. Und das ist der absolute Scare-Moment eigentlich. Wenn er hier spawnt. Und er verfolgt uns natürlich. Hier ist nichts. Wir können auch nicht raten, wo er ist. Okay, in diesem Haus ist, glaube ich, nichts. Okay, wir dürfen nicht mehr rennen.
gehe jetzt mal in die Richtung. Allein durch dieses Pochern. Aber wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Ich gehe nicht durch die Tanks durch. Jetzt gehe ich erst durch die Tanks durch. Um die ein bisschen abzulenken. Aber er weiß natürlich, wo wir lang gehen. Ich werde versuchen, so weit zu kommen, wie es geht. Und ab Seite 3 fängt es auch erst richtig an. Eigentlich. Jetzt hat man zwar schon diese Musik. Ich drehe mich auch ab und zu mal so ganz schnell um. Okay, nicht mehr rennen. Hier ist ein Weg. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Und es ist wirklich wichtig, nicht zu oft die Taschenlampe zu nutzen. Hier ist das nächste Gebäude. Das müsste so ein Plus-Gebäude sein, genau. Keine Seite. Aber das hat noch ein paar weitere Wände. Hier ist auch nichts. Jetzt haben wir nur eine Chance. Und das ist hier. Da ist sie. Say, nee, leave me alone. Jetzt kommt die Musik dazu. Alter, ist das laut. Schnell weg von der Seite. Einfach in den Wald. Boah, dieses Dröhnen. Also beim Second Try, also ich werde 2 Versuche machen. Also nicht mehr. 2 Versuche reichen. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Da war gerade dieses Gekrissel wieder. Ich werde auf jeden Fall das Spiel leiser machen im zweiten Versuch. Weil es ist schon sehr, sehr laut. Und ich muss auch nah ans Mikrofon rangehen. Damit meine Stimme... Nein, wir sind wieder hier. Mist. Aber egal. Einmal hier durch. Noch ein bisschen rennen. Hier rum. Okay. Aufhören zu rennen. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung. Weil wir sind ja eigentlich von da gekommen. Ja, ich renne nicht mehr. Also im Haus war nichts drin. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Oh, dieses Dröhnen ist so krass. Die Atmosphäre von diesem Spiel ist einfach so heftig. Auch wenn es wirklich... Es ist nicht mal auf Steam verfügbar. Es ist wirklich ein absolutes Indie-Game. Aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Kannst sogar auf 2K spielen. Also ich spiele es gerade auf 2K. Ich meine, ob das so relevant ist, weiß ich jetzt nicht. Aber für dieses Spiel braucht man 8 Megabyte. Man kann es sich einfach runterladen. Einfach bei Chip oder so. Hier ist ein Auto. Hier könnte eine Seite sein. Okay, an der Seite ist nichts, aber im Haus vielleicht. Ja. Help me. Okay, schnell weg. Ich möchte gern zurück auf den Weg. Es gibt auch irgendwo so einen riesigen Baum. Hier ist der Zaun, das ist nicht so gut. Ich meine, wir wissen zwar, dass er vom Zaun her nicht aus zu uns kommen kann. Aber... er kann halt hinter jedem Baum lauern. Ich muss mal aufhören zu rennen. Okay, hier ist nichts.
Da ist der Zaun, oh nein. Müssen ein bisschen rennen. Er kann uns den Weg so abschneiden. Zaunecke ist sehr, sehr schlecht. Dadurch kann er viel mehr auf uns aufholen. Ich würde aber echt gern bis zur fünften Seite kommen. Ich muss aufhören zu rennen. Ich sehe zwar absolut nichts, aber ihr seht auch nicht sehr viel. Aber das versuche ich vielleicht in der Nachbearbeitung einfach ein bisschen aufzuhellen. Ich probiere das mal. Habe ich noch nie gemacht. Deswegen ist das auch was Neues für mich. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, mal was Neues zu machen. Nein! Ah, hier geht's weiter. Okay, ein bisschen aufhören zu rennen. Hier ist einfach Weg. Also ein Blind Let's Play ist es nicht. Oder Let's Test. Ich weiß nicht, wie ich es nenne. Weil ich es ja schon kenne. Und auch einmal geschafft habe. Ich habe auch schon mal den zweiten Teil gespielt. Slender Resurrection oder so. Nee. Das war auch so ähnlich. Dann habe ich auch das erste Level geschafft. Ich habe das dann parallel mit jemand anderem gespielt. Also man kann es nicht zu zweit spielen. Oh, gekrissel. Alter! Alter! Okay, das gab's früher nicht. Hier ist der scheiß Turm wieder. Oh mein Gott! Alter, habe ich mich verjagt! Einfach so ein Schreckmoment. Boah! Oh, das habe ich noch nie gehabt. Ja, ich muss aufhören zu rennen. Holy shit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich bin. Also hier war der Turm. Das heißt, da hinten ist irgendwo das freie Feld. Das heißt, wir müssen in die Richtung ungefähr. Ah, hier ist ein Weg. Da ist der Baum. Da sehe ich ihn. Da hinten. Da sieht man den großen Baum. Da ist auf jeden Fall eine Seite. Also, hoffe ich. Weil es gibt sehr viele Locations. Aber nicht alle haben halt eine Seite. So wie dieses Haus jetzt. Aber hier ist eigentlich fast immer eine. Vielleicht dieses Mal nicht. Das wäre natürlich doof. Aber das ist eine der Locations. Es gibt auch noch ein zweites Auto irgendwo. So ein bisschen um den Baum rumlaufen. Wow. Alter. Es war keine Seite da. Natürlich. Boah, Alter. Habe ich mich wieder verjagt. Und man bekommt auch so einen Sprint-Boost. Man bekommt einen Sprint-Boost. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Hier ist der Zaun. Ja, wir dürfen nicht mehr rennen. Ich glaube, wir verkacken. Ne? Bei vier Seiten. Schade. Ich hätte euch gerne noch die fünfte Seite schon gezeigt. Oh. Es ist super scheiße, dass wir gerade am Zaun sind. Ich laufe mal ein bisschen in die Richtung. Alter. Das ist die nächste Stufe. Eigentlich. Das ist schon die Stufe 5 eigentlich. Dieses Geräusch. Weil wir jetzt so lange keine Seite mehr gefunden haben. Holy shit. Ich kann nicht mehr rennen.
Oh shit. Ist der Zaun. Es gibt auch noch irgendwo so einen riesigen Tunnel. Boah, ich muss das Spiel unbedingt leiser stellen später. Alter, ist das laut. Oh oh, hier ist der andere Zaun. Ich darf nicht mehr rennen. Oh, scheiße. Alter, Schade. Da war er genau hinter der Seite. Schade. Aber das war eigentlich der 5. Seiteneffekt. Aber wenn man zu viel Zeit verliert, man kann auch am Anfang zum Beispiel alle Locations suchen, aber irgendwann fängt die Musik trotzdem an. Also irgendwann kommt dieses Du, Du. Und danach kommt dieses, ja, was, dieses permanent, diese permanente Musik. Und dann kommt dieses, was wir gerade gehört haben. Holy shit. Also wie gesagt, ich werde das Spiel jetzt echt leiser stellen nochmal für euch, weil es war doch sehr laut. Und ja, wir starten nochmal. Obwohl, jetzt ist es zu leise vielleicht. Ich mach mal ein bisschen lauter wieder. So. So. Okay, wo sind wir? Am Zaun starten wir wieder. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir gehen mal direkt hier geradeaus. Auch direkt rennen, also so schnell es geht. Anfangen hier. Also es, wie gesagt, das bringt nichts, wenn man sich alle Locations sucht, weil du kannst dir ja nicht alles merken. Wir sind wieder am Turm, okay. Aber was mich nervt, ist, dass wir diesen riesigen Tunnel nicht gefunden haben. Ich glaube, der war dann seitlich eher von den Gastanken. Tanks. Oh ne, ah, hier ist eine. Follows. Okay, die haben wir schon wieder. Jetzt geht's richtig los. Also, in Anführungszeichen richtig. Also bis zur 4. bin ich eigentlich immer... Ne, ich habe einmal bis zur 3. nur geschafft, glaube ich. Aber da war ich auch ultra lost. Und das war halt 10 Jahre her. Okay, da geht's nicht weiter. Da ist auch Zaun, na toll. Wir sind genau in die Ecke gelaufen. Also merken wir uns, der Turm steht in der Ecke. Aber ich glaube, die Map kann sich ändern, oder? Die ist doch nicht immer gleich. Ja, rennen dürfen wir nicht mehr. Ich sehe halt auch fast gar nichts, ne? Ich sehe echt gar nichts. Aber ihr noch weniger. Es sei denn, ich bearbeite es nach. Hier sind die Steine. Ah. Ja, immerhin mal etwas Neues gefunden. Hier kann auch eine Seite sein. Natürlich. Aber ich weiß nicht, wo. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hier irgendwo außen. Okay, nicht mehr rennen. Scheiße, hier ist keine Seite. Okay, ist nix. Er war irgendwo da hinten, ich habe ihn aber nicht gesehen. Ah, hier sind die Tanks, okay. Ich sehe da hinten auch nichts in der Ferne. Bei den Steinen war jetzt schon mal nichts. Ich denke mal, im Haus wird wieder eine sein. Die, die im Haus ist, auch eigentlich immer die erste, die ich holen gehe, weil das Haus halt ultra scheiße ist, finde ich. Ah, da ist eine Seite, okay. Can't run. Damit meint er uns wahrscheinlich. Wir können nicht vor ihm weglaufen. Aber es gibt halt was Geiles, wenn man alle 8 Pages sammelt. Das will ich aber nicht verraten. Aber ich kann jetzt auch ein bisschen leiser reden und wieder weg vom Mikro. Mach mal doch mal... Okay, nichts. Hier geht's wieder raus. Nein, da geht's weiter. Okay, hier. Nichts. Okay. Also die zweite Seite sollte eigentlich immer die vom Haus sein, weil das Haus so mega scheiße ist. Wie ich finde.
glaube, hier ist auch keiner. Wir dürfen halt nicht zu lange an diesem Haus bleiben. Das ist halt... Okay, wir gehen raus. Ich werde noch den anderen Gang irgendwann abchecken, aber jetzt nicht. Da sind die Tanks, ne? Ich muss eher in die Richtung. Ich gehe in die Richtung. Da müssen wir ja irgendwann wieder auf das Auto treffen. Und auf den Tunnel, da ist er ja. Ah, ne, wir sind ja seitlich rausgegangen. So, am Tunnel kann eine Seite sein. Einzige Problem ist... Ja, da ist auch eine Seite. Hier kann er uns natürlich leicht finden, ne? Weil wir halt hier nur diesen geraden Tunnel haben. Ich mache das Licht aus und hier steht... No, 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 no. Alles klar. Also jetzt würde ich gerne bis zur fünften Seite kommen. Das wäre echt super. Ich bin auch froh, dass das Spiel jetzt nicht mehr so ultra laut ist. Okay, nicht mehr rennen. Da hinten war er, ja. Okay, hier ist der Zaun. Das ist natürlich scheiße. Ich gehe mal so ein bisschen seitlich. Da war er schon. Ich will nicht, dass er uns bei der dritten Seite erwischt. Also mindestens bis zur vierten. Das ist auf jeden Fall. Sonst muss ich nochmal machen. Da ist das Dings wieder. Da ist auch eine Seite. Okay, vier haben wir. Okay, da sind wieder die Bäume. Ich snack mir die Seite. Und gehe hier direkt rum. Oh, scheiße, hier ist der Zaun. Ja, wir dürfen nicht rennen. Okay, ich lasse sie noch ein bisschen chillen. Okay. Wo ist denn dieser scheiß große Baum? Es muss da... Hinter den Bäumen ist das halt unfair, wenn er dann spawnt. Weil jetzt habt ihr gesehen, er hat kurz die Richtung einfach geändert. Oh, bitte lass da nicht ein Zaun sein. Naja, ich muss aufpassen. Ich darf nicht zu viel rennen. Scheiße, ist schon wieder eine Gabelung. Da ist aber eine offene Fläche. Das heißt, ich gehe hier lang. Ja, nicht rennen, ich weiß. Oi, 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 oi. Also es ist aber nicht das einzige Halloween-Special. Ich habe mir noch was anderes überlegt. Ein weiteres Horror-Game. Das auch nicht so groß ist und auch nicht so ultra brutal, sag ich mal. Oh, bitte, 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 lass mich die fünfte Kackseite finden. Alter, scheiße. Du vier, warum kam der denn da? Und habt ihr diese Tentakelarme gesehen von dem da hinten? Du Mistvieh. Scheiße. Also wenn ich drei Pages collected hätte, hätte ich nicht mehr weitergemacht. Schade, dass wir echt nur auf 4 gekommen sind. Aber wir sind so lang rumgelatscht und es war noch nicht mal die nächste Musikstufe und der hat uns einfach so gesnackt. Einfach so weggesnackt. Es kam auch kein Gegrissel, kein Anzeichen darauf, dass er jetzt nochmal spawnt. Nee. Ich überlege gerade, ob ich noch einen dritten Try mache. Weil alle guten Dinge sind 3.
Okay. Wir wissen, da in die Richtung ist der Turm. Ich lasse den Turm jetzt mal in Ruhe und gehe zuerst ins Haus. Ah, hier, beim Turm ist auch direkt der Baum. Damit ich mir das mal so ein bisschen merken kann. Beim Turm ist auch direkt der Baum. Okay. Das kann man sich merken. So, ich möchte jetzt zuerst ins Haus gehen und alle Räume da abchecken. Bevor ich... Okay, hier ist der Baum, da hinten ist der Turm. Das heißt, irgendwo in... Oh, da ist noch was, oder? Da. Da ist das Auto. Okay, beim Baum, Turm und dann Auto. So, am Auto hängt wahrscheinlich auch noch eine Seite. Das checken wir mal direkt ab. Die hole ich zwar nicht direkt, aber dann wissen wir immerhin, ich möchte gern bis zur fünften Seite kommen, mindestens. Hier ist aber keine Seite, leider. Wie gesagt, aktuell ist noch nichts schlimm. Nee, hier ist leider nichts. Ich guck mal an die Hauswand hier. Da ist eine, okay. Hier wäre eine Seite. Okay, dann haben wir so einen Plan. Turm. Und hier ist auch das Ding schon. Hier ist das Haus schon. Dann haben wir einen Plan. Okay, dann haben wir Auto, Baum und Turm. In einer Reihe so. Und ich weiß auch, wo der große Tunnel ist. So, jetzt will ich erst das Haus machen. Dann können wir zu den Gastanks. Dann hätten wir eigentlich die 5. Vielleicht im Tunnel noch die 6. Das wäre natürlich super geil. Aber ich möchte zuerst den Tunnel fertig machen. Erstmal hier lang. Wie gesagt, aktuell spawnt er noch nicht. Oder hat uns noch nicht auf dem Visier. Und es gibt auch nur eine Seite eigentlich im Haus. Manchmal aber auch zwei. Das hatte ich ein einziges Mal, glaube ich. Ja, ich darf nicht mehr rennen. Aber wie gesagt, irgendwann fängt die Musik halt einfach an. Und wenn er halt im Haus spawnt, ist das halt mega scheiße. Aber ich möchte die erste Seite unbedingt vom Haus bekommen. So, wir sind von da gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Es gibt 4 Räume, nicht 2. Das ist der 3. Wenn wir Glück haben, komm bitte. Nein. Natürlich haben wir kein Glück. Die geht auch so laut wegen diesen Kackfliesen, ne? Okay, wir haben aber einen Plan. Wir haben einen Plan. Okay, keine Seite im Haus. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir zu den Tanks und holen die Seite. Weil wir sind von da hinten irgendwo gekommen. Wir müssen einfach nur hier durch das Haus gehen. Okay, okay, okay. Also ein bisschen kann man sich tatsächlich umsehen. Weil aber irgendwann fängt jetzt gleich das Pochen an, sage ich mal. Hier ist aktuell keine Seite. Das ist natürlich super kacke. Kann nicht wahr sein, dass hier jetzt auch keine Seite ist. Alter, als ob hier keine Seite ist. Vielleicht zwischen den Tanks irgendwo. Nee. Hä? Als ob hier keine Seite ist. Aber ja, irgendwann fängt er halt an, uns zu jagen, ne? Auch wenn wir noch nichts getan haben. Und noch nicht seine Seiten gesnackt. Okay, keine Seite im Haus und keine Seite an den Tanks. Das hatte ich auch noch nie. Okay, dann gehen wir. Ja, jetzt fängt langsam. Ich glaube, jetzt fängt es langsam an. Müssen in die Richtung. Aber ich gehe jetzt erstmal nach da. Vielleicht finde ich da was. Vielleicht verkacken wir auch komplett und ich finde gar nichts. Hier müsste der Tunnel sein irgendwo. Nee, dann war das die andere Seite. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo ich hin muss. Also zu den 3 Stellen. Ist halt blöd, dass wir im Haus keins gefunden haben. Ich lasse das Licht auch mal an, solange die Musik noch nicht da ist. Da ist irgendwas, oder? Nee. Ist einfach nur eine Gabelung. Mist. Okay, okay. Es wäre halt ultra scheiße, wenn wir jetzt einfach gar nichts finden würden. Das wäre natürlich super kacke.
Da, jetzt fängt's an. Jetzt hat er die Jagd aufgenommen. Ja. Das ist halt nach einer gewissen Zeit, ich glaube 5 Minuten. Okay, da ist der Baum. Der Baum ist schlecht, weil hier müsste irgendwo der Turm sein eigentlich. Zuerst. War hier nicht der Turm? Scheiße. Kacke, da war doch irgendwo der Turm, oder nicht? Na, ich glaube, diesmal werden wir nicht so gut sein. Hä? Hier ist auch keine Seite. Ah, doch. Help me. Ja, endlich mal die erste, ey. Okay, hier geht's irgendwo weiter und dann kommen wir auf das Auto. Aber da hinten war eigentlich noch die... Da ist das Auto. Da war ja eine Seite an der Seite. Eine Seite an der Seite. Hä? Ach, da steht er. What the fuck? What the fuck? Okay, das war absolut scheiße. Eine einzige Seite nur. Aber nur weil in dem Haus und an den Tanks nichts war. Ich hatte da immer mindestens eine. Und mit Glück sogar drei. Ich hatte noch nie nur eine Seite. Das war ja voll die Scheiße. Naja, Pech. Tja, das waren die drei Versuche. Der erste war der beste, finde ich noch, weil wir da bis zur fünften Musik wenigstens, auch bis zur fünften Seiten Musik gekommen sind, weil wir halt so lange nichts gefunden haben. Naja, das war jetzt ein Völkchen einfach mal. Schlender, im Wald schlendern, rumschlendern, Spaß haben mit dem bösen dunklen Mann. Tja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, Extras. Normalmodus, Flashlight, oh Gott, man kann noch weiteres freischalten. Ja. Gut. So, ihr seht jetzt nichts mehr. Ich sag jetzt nur noch, wenn man die 8 Seiten gefunden hat, ich glaube, dann gibt's einen Tagmodus. Ich glaube, man kann dann am Tag spielen. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob ich das verwechsle mit dem zweiten Teil, weil... Ich weiß jetzt nicht, ob es im zweiten Teil das so war. Ich kann auch mal gerade ganz kurz gucken. Ich schaue mir mal gerade Steam an. Hier meine Bibliothek. Und dann gucke ich mal gerade nach Slender. The Arrival heißt das. Da habe ich auch nur eine einzige Errungenschaft. Und oh, hier gibt es auch einen Tagmodus, sehe ich gerade. Okay, es gibt, ja... Ich hab's eine einzige... Boah, ich hab's 68 Minuten gespielt. Krass. Slender The Arrival gibt's auch auf Steam. Die 8 Pages muss man sich so runterladen. Ich hätte vielleicht eine Map benutzen sollen. Dann hätte man vielleicht mal alle finden können. Aber ist egal. Es ging ja um den Spaß für euch und für mich. Nicht? Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.